Hi, wir sind hier gerade in der Wintersportarena Sauerland unterwegs und besuchen hier die zwei größten Skigebiete, nämlich Winterberg und Willing. Vielleicht wart ihr ja schon mal in einem der beiden. Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt uns das doch gerne mal unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten zeigen wir euch hier das Skigebiet. Hier übernachten wir. Es geht in die sechste Etage. Sechste Etage. Bing. Kleine Roomtour. Schaut mal, das ist so eine richtige Panoramawohnung, die wir hier haben, mit richtig viel Glas und einer tollen Aussicht. Das ist das gemütliche Bettchen. Ich habe sogar einen kleinen Balkon. Werfen wir mal einen Blick nach draußen. Dahinter, da geht es jetzt zum Skifahren. Ich lerne heute ein komplett neues Skigebiet kennen. Ich war noch nie in Winterberg zum Skifahren. Dabei ist das eines der größten und modernsten Skigebiete in Deutschland. Es gibt hier nämlich insgesamt knapp 30 Pistenkilometer und die Abfahrten reichen bis auf über 800 Meter hinauf. Und die Pisten sind ein wilder Mix aus verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Besonders wohl fühlen sich hier Familien und Anfänger. Und morgen werden wir noch ein zweites Skigebiet hier in der Gegend erkunden. Wenn ihr nämlich 3 Tage hier bleibt, dann könnt ihr mit demselben Skipass auch noch nach Willingen fahren. Und genau das machen wir. Ich sehe echt gar nichts. Hinter der Kamera ist wie immer natürlich auch wieder Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Oder wie viele hier sagen, Ruhe machen. Ich sehe schon, du warst schon mal hier in Winterberg. Ja, viele Holländer immer hier. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ab zur ersten Abfahrt. Und schon sind wir oben. Das ging heute wirklich zack, zack. Wir fahren hier gerade schon durch so eine Welt aus Eis und Schnee. Es ist so eine magische Zauberwelt heute. Und jetzt geht es da durch die Waldschneise runter über die rote Piste zum Einfahren. Ich bin gespannt, wie es geht. Abfahrt geht schon richtig gut. Ihr seht, dass es schneit noch so leicht. Das heißt, es liegt doch so eine leichte Neuschneeschicht auf der Piste. Und was mir super gefallen hat, ist, dass man sich während der Fahrt noch so aussuchen kann, wo man hinfahren möchte. Bestimmt hat sich so Bäume mitten auf der Piste und man kann dann links an diesen Bäumen vorbeifahren oder rechts an diesem kleinen Waldstück. Das macht auf jeden Fall Laune. Wir fahren jetzt direkt weiter zum Poppenberg rauf. Und schon wieder da. So, die Qual der Wahl. Welche Richtung nehmen wir? Zum Premberg, würde ich sagen. Okay. Ein bisschen suchen. Schuss! Ich bin Vollgas an dir vorbei. An der Bushaltestelle mit dem Skipass hier in Winterberg könnt ihr nämlich noch 2 weitere Skigebiete nutzen, nämlich Altastenberg und die Postwiesen. Letzteres hat auch einen richtig coolen Snowpark. Der Bus fährt alle 30 Minuten. Ich glaube, das ist hier der einzige Lift, der sogar eine Haube hat. Da können wir uns vor Wind und Wetter schützen. Hör zu. Jetzt ist es schön warm. Slalomhang, da wollen wir hin. Jetzt wird's richtig steil. Seid ihr bereit für die steilste Piste hier in Winterberg? Wir fahren jetzt über den sogenannten Slalomhang
Und da geht es jetzt über 200 Höhenmeter nach unten auf einer Strecke von 500 Metern. Und die Piste hat fast konstant die ganze Zeit ein Gefälle von 50%. Wenn euch das zu steil ist, dann könnt ihr die auch umfahren. Es gibt hier nämlich auch eine blaue und eine rote Abfahrt außenrum. Aber wir bringen jetzt die Oberschenkel hier zum Brennen. Jetzt ist mir auf jeden Fall richtig schön warm geworden. Ich fange sogar ein bisschen Schwitzen an. Und das bei den arktischen Temperaturen, die hier gerade sind. Rundrum fährt alles ein und mir ist richtig heiß. Seid ihr schneller als weit? Nee, ich glaube langsamer. Ja, ich glaube auch. Nach der schwarzen Piste ist jetzt Zeit für den Einkehrschwung. Und dazu kehren wir dort an der Schanze ein. Da gibt es nämlich ein ganz neues Restaurant. Ich hab Hunger. Gab es doch ein bisschen. Ich freue mich auch darauf, mich jetzt ein bisschen aufzuwärmen. Ja. Herein. Ich schwanke zwischen Burger oder einer Buddha Bowl. Lass euch schmecken. Ich habe mich für den Burger entschieden und da konnte ich sogar ein veganes Patty wählen. Es gibt aber auch klassische Speisen, wie zum Beispiel Currywurst. Sogar die sieht aber fancy aus. Mit so Blüten drauf. Mahlzeit. Guten Appetit. Wir sind weiter nach Willingen gefahren. Dieses Gebiet befindet sich auf der hessischen Seite. Und hier am Pistenplan sehen wir schon sehr schön, dass sich die 16 Pistenkilometer auf blaue und rote Abfahrten verteilen. Für Familien ist dieser Bereich hier ideal, da kann man gut üben. Und cool ist, dass hier sogar eine Gondelbahn nach oben führt. Damit fahren wir jetzt mal hoch, verschaffen uns von oben einen Überblick. Gute Fahrt, sagt es. Scheibe ist ganz schön vereist. Heute kamen wir übel lang vor, aber auch weil wir immer weiter in den Nebel reingefahren sind. Jetzt sind wir ganz oben angekommen und hier vor uns steht der Heidelturm. Von dort oben soll man eine super Aussicht haben und vielleicht sind wir daher auch über den Wolken. Ja, Marlene ist optimistisch. Endlos lange Treppen oder Fahrstuhl? Fahrstuhl. AWI Aussichtsplattform. Willkommen. Oh, hier sieht es ziemlich vereist aus. Bei guter Sicht könnte man hier auf jeden Fall gut über das Skigebiet blicken und weite Teile der Abfahrten sehen. Auf der anderen Seite geht es dann auch mit dem Blick Richtung Kahleasten und Winterberg, da wo wir gestern unterwegs waren. Und wir schauen mal, ob wir das Skigebiet jetzt auf der Piste endlich entdecken können. Anstrengend für den Kopf, wenn man so wenig sieht, da muss man immer genau drauf achten, wo man entlang fährt. Weil manchmal hat man das Gefühl, man kann die Geschwindigkeit gar nicht so richtig einschätzen und dann lehnt man sich plötzlich zu weit in die Kurve und fällt so fast um. Wir düsen jetzt da runter zum Sessel und dann gleich wieder hoch. Wir üben das heute. Lange Abfahrt.
Abfahrt. Dafür ist aber Willingen ja auch bekannt, dass man es hier auch mal richtig schön laufen lassen kann. Es gibt Pisten, die sind bis zu 2 Kilometer lang. Wir düsen jetzt gleich wieder hoch und suchen die nächste. Die Sitze hier, die erinnern mich ein bisschen so an die Seilbahnen in Ischgl, oder? Jetzt nehmen. Sind sie denn auch so bequem? Ich sitze gut, ja. Ich sehe echt gar nichts. Ja, super cool hier. Hier geht es dann mitten durch den Wald durch. Das erinnert mich ein bisschen so an den hohen Norden. Kennt ihr diese verschneiten Bilder aus Skandinavien? So sieht es ja auch aus. Ja, ist schön. Zeit für den Einkehrschwung. Der Name ist Programm. Empfehlenswert sind hier die Waffeln. Ich werde auf jeden Fall eine süße Waffel nehmen. Es gibt aber hier auch Sauerländer Kartoffelwaffeln. Das ist quasi so Kartoffelteig im Waffeleisen gebacken. Und die gibt es in allen möglichen Variationen. Zum Beispiel Typ Bergkäse mit würzigem Bergkäse dann eingebacken. Oder auch mit Tomate, Mozzarella, Rucola und Kräuterpesto. Okay, gut, ich werde auf jeden Fall was davon nehmen. Und welche? Einmal die Kartoffelwaffel Berghütte. Hervorragend. Und für dich deine 2. Ich hoffe, so passt das. Gut, hervorragend. Dankeschön. Ich bin in Naschlaune, ich habe gleich 2 bestellt. Mahlzeit. Danke. Winterberg oder Willingen, wo hat es euch jetzt besser gefallen? Schreibt uns das doch gerne mal unten in die Kommentare hinein. Darüber hinaus sind wir auch super viel in den Alpen unterwegs. Es gibt also noch weitere Skigebietsvorstellungen von uns. Wenn ihr die sehen möchtet, könnt ihr hier direkt weiter gucken. Jetzt freue ich mich aber erstmal über jeden Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.